Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe ein neues Video und zwar habe ich eine Ü-Post bekommen von der lieben Gudrun. Und ja, da schauen wir mal rein. Ich habe das schon aufgemacht über so ein Klebeband. Und ja, ich wusste, dass die Post kommt, aber ich weiß nun nicht genau, was drin ist. Deswegen, oh mein Gott, ich sehe da schon was. Holen wir mal alles raus. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil auf der anderen Seite natürlich die Adressen stehen. Moment. Jawohl, es ist alles raus. Schere habe ich mir schon hingelegt, falls ich irgendwas schnippeln muss. Und ja, hier ist dann so ein Tag. Ich denke mal, dass da hinten, ja, hier hinten steht die Post. Da muss ich erstmal lesen. Oh, ich denke, das kann ich vorlesen. Das wird nicht schlimm sein. Hallo Daniela, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten mit eingepackt. Ein bisschen Halloween, ein bisschen niedlich und natürlich die Stanzen. Genau, die Stanzen, das wusste ich, dass du mir die besorgt hast. Den einen Stickerbogen musste ich in zwei Teile schneiden, sonst hätte er nicht reingepasst. Ganz liebe Grüße. Gudrun, bleib so, wie du bist, denn so bist du genau richtig. Oh, vielen lieben Dank, das ist echt lieb von dir. Richtig süß. Ich habe schon mal so einen ähnlichen Tag gekriegt, der sah ein bisschen anders aus. Und ja, richtig cool, Dankeschön. Oh, und ich habe, sorry, ich muss, bevor ich die Stanze angucke, oh, ich habe da schon irgendwas entdeckt. Und oh weia, das sind diese von Action, die neuen Sticker. Oh, die hatte unser Action nicht und oh mein Gott, die Mieze da oben. Ich möchte unbedingt entweder eine schwarz-weiße Katze oder eine Glückskatze. Oh, so süß. Aber eine rosane wäre natürlich auch schön. Nein, Spaß. Oh, guck mal, hier unten sitzt sie nochmal. Oh, so niedlich. Auch das Häschen und... Ah, oh, da freue ich mich, dass du mir die mit eingepackt hast, weil die habe ich nicht bekommen. Und, oh je, ich sehe, hier ist noch ein Bogen. Oh, hier ist noch einer. Das ist ein anderer, glaube ich. Oder, ach nee, du hast gedacht, du hast ihn in zwei Teile geschnitten. Oh, so süß. Oh, schaut mal hier unten. Oh, ist der knuffig. Die Miezekatze und das Faultier? Ja, Faultier. Häschen. Oh, die sind so, so süß. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Die kann ich wieder nicht benutzen. Das ist wieder schrecklich. Dann war hier so ein kleines verpacktes... Mit Schotenköpfen, die habe ich gar nicht. Das ist Streudeko, die kenne ich auch so nicht. Also, ne? Die hier, glaube ich, Moment, die habe ich schon. Ja, die habe ich. Das sind diese kleinen, kann man das erkennen? Das sind so kleine Fledermäuse. Ach, die kennt ihr alle. Diese kleinen Fledermäuschen hier. Ja. Die kann man auch wunderschön mit verbasteln, gerade für so viel, also ja, für so Halloween-Projekte, die ich da so mache. Jetzt kriege ich das ja nicht mehr rein, aber ja, ich werde es jetzt erstmal hier hinlegen und nachher reinmachen. So, wieder zu. Genau, oh, richtig cool. Also die habe ich noch gar nicht. Vielen, vielen lieben Dank. Und du hast es auch richtig niedlich hier oben. Ja, das machen ja jetzt viele. Ich mache das ja auch. Dieses Verpacken, das finde ich richtig toll. Das macht so einen Spaß. Hier sind kleine Hexen, die habe ich auch nicht. Oh, ich halte es gar nicht in die Kamera, entschuldigt. So kleine Hexen-Pailletten, die habe ich auch so nicht. Und die Klammer sagt mir so auch nichts. Mit diesem süßen Elefant. Ganz, ganz toll. Ich habe zwar Sticker neulich beim Teddy gekauft, ne, mit den Elefanten, aber als Klammer kenne ich die nicht. Aber die Teddys unterscheiden sich ja auch immer. So, und dann habe ich hier, das ist vom Action, aber ich glaube, das habe ich mir nie geholt. Aber ich weiß es nicht. Aber es macht überhaupt gar nichts. Ja, ne? Wenn man das jetzt schon hat oder wenn man es noch nicht hat, also man kann, das ist so ein bisschen Holz, ist wirklich so holzig, sind richtig toll, also die hätte ich mir auch gekauft, auch richtig schön, nee, ich glaube, die habe ich noch nicht, richtig toll sind die, cool, vielleicht schon eine Weile her oder, ja, ich bin da noch nicht so lange beim Action, ne? Ich war, glaube ich, jetzt erst 4 oder 5 Mal da. Und das in kurzen Abständen, also davor, alles was es davor gab, ja. Ne? Also vielen, vielen lieben Dank, kann man immer gebrauchen. Sehr, sehr schön. Und jetzt, oh, da freue ich mich so mega. Sie hat mir diese Stanzen besorgt. Oh. Aber hattest du nicht geschrieben, dass sie die Blümchen nicht hatten? Ist das jetzt eine Überraschung, weil die doch drin sind? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, vielleicht irre ich mich jetzt auch, aber es ist... Ja, auch egal. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, ich bin so froh, dass ich die habe. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil, ja, jetzt kann ich mir meine eigenen, ja, Doilies oder Tags, also wie nennt man denn die Stecker, kann ich jetzt in verschiedenen Größen, man kann jetzt diese
Card Candies selber machen. Ach, ich finde das so toll und ich finde das auch so klasse, dass ihr verschiedene, ein kleiner Kreis, ein ganz großer Kreis und ja, oh, die Blumen, da bin ich ja besonders glücklich drüber. Ah, unser Action, ich war, wie gesagt, dreimal habe ich geguckt oder viermal. Nein, hatten sie nicht. Oh, ich freue mich total. Ich muss aufpassen, dass ich hier jetzt nichts ankokle. Oh, so toll. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Gudrun. Oh, da freue ich mich wirklich total. Ja, das war meine kleine Post. Ich hoffe, Gudrun freut sich auch über meine Post. Ja? Und ja, dann sehen wir uns eigentlich beim nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Oh, so süß, schaut mal. Ah, bin total verliebt. Also vielen, vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi.